Ja, SpaceX, wir haben jetzt schon ein paar Mal drüber kurz angesprochen. Die setzen aktuell wirklich, was Startkapazität und Wiederverwendung, den Standard. Und auch bei der aggressiven Preispolitik wird so ein bisschen gemunkelt, von wegen, ob das auch subventioniert ist, dass sie sagen, wir gehen da fett günstig rein und die haben ihre Regierungsaufträge und so. Mhm. Wir haben die etablierten Konzerne, ich sage jetzt mal irgendwie ULA oder Arianes Bus, und dann ja jetzt die Kleinträger, ob das jetzt Rocket Lab oder Astra, nur ein paar Beispiele. Ich habe mal irgendwas von 100 Kleinträgerprojekten aktuell irgendwie gehört. Das wird jetzt wahrscheinlich in nächster Zeit, werden es auch weniger werden, so die Konkurrenz wird stark sein und da werden sich nur ein paar durchsetzen. Wo seht ihr euer Launcher? Wo werdet ihr euch gegen die Konkurrenz durchsetzen? Also was ist so der Punkt, wo ihr sagt, das werden wir besser machen als die anderen? Genau, das ist eine super Frage. Wir haben ganz am Anfang des Programms mal festgestellt, im Endeffekt, um uns durchzusetzen, brauchen wir natürlich Alleinstellungsmerkmale, die unsere Kunden gut finden. Ja, ob wir das technisch gut finden, ist eigentlich irrelevant. Ja, das interessiert da draußen keinen. Niemand kauft so eine Rakete im Endeffekt wie ein Auto, wo es irgendwie um Optik oder Design geht. Das ist einfach nur harter Wettbewerb und es geht um Payload Performance und um Kosten. Und deswegen haben wir uns relativ früh dafür entschieden, so ein Staged Combustion Triebwerk zu entwickeln. Und wir haben was ganz Besonderes auf der RFA1, das nennt sich Orbitalstufe. Das heißt, die dritte Stufe ist so ein Mix zwischen Satellit und Rakete. Und es ist eigentlich ein Orbital Transfer Vehicle. Das heißt, mit der dritten Stufe kann ich unendlich viele Dinge im All erledigen, die die Zukunft beschreibt. Und das können traditionelle Raketen momentan, ja, normalerweise nicht. Und braucht ihr die dritte Stufe, um in Orbit zu kommen? Oder ist sie wirklich, um Sachen im Orbit zu machen? Tatsächlich nicht. Also okay. wenn du jetzt einen Start von der Rocket Factory One boost, dann hast du eine lange Liste an Optionen, wie wenn du dir ein neues Auto kaufst. Unsere Liste ist sehr lang. Da gibt es viele Optionen, die du haben kannst oder nicht. Die dritte Stufe, die Orbitalstufe, ist eine Option. Wir denken, dass es das Standardangebot werden wird, denn das Increase in Performance überwiegt die zusätzlichen Kosten. Und da habt ihr ja eigentlich auch mit der OHB genau den richtigen strategischen Partner dabei. Die wissen, wie man Satelliten baut, die wissen auch, wo Satelliten hin sollen und die wissen wahrscheinlich auch, wie der Markt sich in den nächsten Jahren so entwickelt, so was Satelliten angeht. Kriegt ihr das da mit oder ist das im Prinzip, dass die bei euch Sachen sagen können, das wollen wir eigentlich, dass eure Rakete das kann? Denn wir haben da natürlich einen unfair advantage gegenüber den anderen 100 Mitbewerbern, die du sagst. Sonst hätten wir es ja gar nicht angefangen. Wir haben es angefangen, nur weil wir uns klar geworden sind, wir haben 3 oder 4 unfair advantages und wenn man die ausspielt, dann können wir unter diesen 100 Projekten als einer der Gewinner hervortreten. Um das mit OHB noch genau zu beschreiben, die wissen natürlich, die OHB-Gruppe A, finest space engineering on the planet. Ja, das können wir jetzt kaufen als Rocket Factory oder nicht. Wir bekommen es auf jeden Fall zur Verfügung gestellt. Andere können sich das da nicht einkaufen. Und natürlich haben wir auch einen Informationsvorsprung, wenn es darum geht, wie schaut der Satellit der Zukunft aus. Das muss ich ja wissen. Wenn ich heute eine Rakete baue, dann bediene ich ja den Markt von morgen. Und ich muss genau wissen, wie diese Satelliten morgen aussehen. Und das haben wir natürlich auch. Und wie gesagt, das war bisher unser bester Win in diesem ganzen Endeavor, OHB als Erstinvestor zu gewinnen. Was für Satelliten oder mit was für Aufgaben werden die starten? Wir glauben tatsächlich daran, dass viele Satelliten Earth Observation machen werden. Wir haben im Endeffekt auf dem Planeten ein großes Problem, Umweltverschmutzung. Wir steuern auf eine Naturkatastrophe hin mit der Klimaerwärmung. Und wenn man sich das technisch ansieht und auch kommerziell, dann stellt man fest, man verbraucht relativ wenig CO2, um so eine Rakete in Orbit zu schießen. Aber mit diesem Satellit, der dann im Orbit ist, kann ich unglaublich große Umweltschäden vermeiden oder ich kann im Endeffekt vorsteuern, was man machen muss auf diesem Planeten, um das besser zu managen. Gibt es vielleicht irgendwie Anfragen aus unerwarteten Branchen, also die man irgendwie vielleicht nicht unbedingt mit Satelliten verbindet? Also das ist ja vielleicht so der Punkt, den ich gelernt habe, dass man jetzt, wo die Startkosten günstiger werden, viel mehr Leute auch überlegen, Dinge im Weltraum zu tun, die man vorher nicht getan hätte, weil es zu teuer war.
Ganz genau, deswegen nennen wir das auch der Henry Ford Moment. Das ist ein Henry Ford Moment, weil es im Endeffekt darum geht, eine ganze Industrie zu befähigen, überhaupt zu existieren. Also dieses ganze Ökosystem, das sich jetzt da draußen im Endeffekt entwickelt, entwickelt sich nur, wenn wir sicherstellen, dass das Ganze günstig genug wird. Das heißt, genau das ist der eigentliche Crux an dieser ganzen Space-Geschichte. Man muss es günstiger machen, ins All zu kommen, und dann lohnen sich auf einmal viele Business Models. Ich will ein bisschen ketzerische Frage stellen, und zwar, ob ihr da mit der ESA und der Ariane Konkurrenz machen wollt. Ich habe natürlich gestern auch Josef Aschenbacher gesehen bei euch. Also das heißt, so ganz doof kann er das nicht finden, was ihr macht, sonst würde er sich wahrscheinlich nicht zur Verfügung stellen. Ja. Natürlich, so muss man sagen, die Ariane 5, auch die Ariane 6, das sind absolute Mega-Raketen. Wenn du dir das Engineering ansiehst, dann wirst du feststellen, dass es einfach absolut geil in jedem Detail. Und jetzt ist halt einfach diese Welle an New Space, da geht es nicht um die Technik, es geht mehr um den Preis. Ja? Und das ist so das, das viele in Bredouille bringt. Natürlich sind wir jetzt kein direkter Konkurrent zur Vega und zur Ariane. Ja, wir sind kleiner, wir sind unter diesen beiden Raketen und wir haben nicht vor, der direkte Konkurrenz zu diesen großen Raketen zu sein. Wir glauben, dass es Sinn macht, so eine Rakete zu bauen, die ungefähr eine Tonne ins All bringt, und der Business Case funktioniert, wenn wir uns jetzt darauf fokussieren, wie vorhin gesagt, dass jedes Kilo an Teil, das du in den Händen hältst, weniger als 300-400 Euro kostet. Dann funktioniert das Ganze. Auf der Website, da steht irgendwie 1,6 Tonnen in den ISS-Orbit. Das ist ja schon ein sehr spezieller Orbit. Habt ihr irgendwie vor, irgendwie was zur ISS zu schicken? Oder warum ist das da aufgeführt? Ja, natürlich. Wir sprechen nicht direkt jetzt über unsere Kunden. Aber wir haben natürlich, als wir die Rocket Factory One entwickelt haben, haben wir uns natürlich angesehen, was die alles kann. Und dieses Spektrum ist unglaublich groß. Wir haben da mehr als 20 verschiedene Referenzmissionen. Und die machen wir nicht publik, aber eine Referenzmission ist natürlich, was zu ISS zu bringen. Und das ist tatsächlich relativ einfach in Bezug auf die Payload dann groß. Ja. Also es sind 1,6 Tonnen, weil die ISS im Endeffekt relativ niedrig fliegt, in einem relativ niedrigen Orbit. Natürlich ist es schwer, genau zu dem Zeitpunkt zu starten, dass wir genau andocken können. Aber dieses Szenario existiert. Und das ist das Einzige, was wir momentan preisgeben können. Und das heißt wahrscheinlich, die Tonnage ist auch da so groß, weil man dann auch sagt, okay, man startet relativ äquatornah und man nimmt Erdrotation mit, im Gegensatz zum Beispiel, um die Polaren dann irgendwie kleiner sind, wenn man sagt, okay, da geht es einfach, den Orbit zu erreichen, und bei der ISS kann man irgendwie da von der Erdrotation noch ein bisschen was mitnehmen. Ja? Genau, richtig. Du hast es im Endeffekt entschlüsselt. Okay. Ja, die normalen Payload-Daten, die wir rausgeben, sind polar. Das heißt, wir fliegen immer entweder in den Norden oder in den Süden, und die Erdrotation macht im Endeffekt keinen Unterschied. Aber jetzt bei diesem Case ISS, die Payload ist so groß, weil genau das passiert, was du gesagt hast. Also ich nehme ein bisschen Erdrotation mit.